Ja, was man beachten muss, ganz klar, zunächst einmal, man darf nicht nur die potenziellen Ersparnisse, die potenzielle Kostenreduktion im Auge haben, sondern mit einer Betriebsstilllegung sind auch gewisse Risiken und sind auch gewisse Kosten verbunden. Und damit meine ich nicht die operativen Kosten und Risiken, die mit einer Abwicklung zu tun haben, sondern wenn ich jetzt eine Produktion stilllege, dann komme ich automatisch bestehenden Lieferverpflichtungen nicht mehr nach. Daraus können rechtliche Ansprüche von Kunden entstehen, die teilweise je nach Branche bis in die Millionen gehen können. Sowas muss ich auf dem Radar haben, bevor ich eine Schließung beschließe. Naja, die größte Herausforderung ist in dem Moment, wo man eine Schließung verkündet und dann den Sozialplan verlautbart und die Kündigung ausspricht, da passiert natürlich Folgendes. Die Motivation, die geht in den Keller. Ja? Die Anwesenheit, die geht in den Keller. Die guten Leute, die sind als erstes weg, die finden gleich andere Jobs relativ schnell. Und man ist man bleibt mit einer enormen Gap übrig, denn die Verfügbarkeit der Ressourcen, die geht nach unten, während erstmal der Arbeitsanfall gleich bleibt. Dann kommt noch ein zusätzlicher Arbeitsanfall durch die Workstreams, die mit der Schließung verbunden sind, dazu. Und dann hat man ein Mordsgap und rennt gegen die Zeit und muss die Ressourcen abdecken. Das ist die größte Herausforderung, die fast immer, immer unterschätzt wird. Ja, wie geht man damit um? Das Rad ist hier nicht neu erfunden worden. Es gibt natürlich einen Retention-Bonus. Man kann mit den Leuten über bestimmte Vergünstigungen und Sonderzahlungen und Prämien reden, aber in der Praxis führt kein Weg dran vorbei, dass man gerade in einer Schließungsphase sehr viel mit Freelancern arbeiten muss, weil eigentlich oft nur diejenigen die sind, die kurzfristig einspringen können und über die notwendige Qualifikation, aber auch die notwendige Motivation verfügen. Das heißt, bei einer Schließung ist es eigentlich ganz wichtig, dass man auch einen Fachmann holt, der die betreffende Branche kennt, denn nur der hat möglicherweise das Netzwerk, das er braucht, um kurzfristig Leute mobilisieren zu können. Ja, vielen Dank. Ich bin Uwe Rembor, Interimsmanager und spezialisiert auf Restrukturierung und Werksstilllegungen im Life Science Bereich.